Die Fußballakademie Young Bafana, eine Dreiviertelstunde von Kapstadt entfernt. Drei Tage lang trainieren hier Mädchen zwischen 8 und 17 Jahren. Ihr Coach, Julia Simic. Sie ist ehemalige Profispielerin und aktuelle Co-Trainerin der deutschen U17-Nationalmannschaft der Frauen. Seit einigen Jahren betreibt sie auch eine Fußballschule. Mit ihrer speziell auf junge Mädchen gerichteten Philosophie leitet sie das Camp von Young Bafana. Das ist das Besondere heute auch, dass Mädels im Prinzip wenig haben, kaum Schuhe auch haben oder eben auch kaum Zugang haben zu Education, also zu Ausbildung, aber eben auch nicht zum Sport. Und ich glaube, das Schöne hier ist einfach, dass wir Mädels aus Privatschulen haben und Mädels aus den Townships, die hier zusammenkommen. Und der Fußball, das ist ja immer das Schöne, ist ein tolles Instrument auch, um Leute, Communities, egal von welcher Herkunft, zusammenzubringen. Young Bafana ist eine gemeinnützige Organisation, die armen Jugendlichen aus der Region Kapstadt ein umfassendes Fußball- und Bildungsangebot bietet. Bezahlen müssen nur diejenigen, die es sich auch leisten können. Okay, look at me, everyone, I see someone. We clap hands, okay? Hey. Die erste Trainingsform ist eine Art fußballerisches Kennenlernen. Dribbeln und Begrüßen als Eisbrecherübung. Die Mädchen sollen einander näher kommen und eine gute Chemie entwickeln. Nach der ersten Einheit auf dem Rasen geht es für die Mädchen in den Fitnessraum, zugleich das Klassenzimmer von Young Bafana. I want to ask you if you know a couple of key factors that make a football player a good football player. Good sportsmanship. Good sportsmanship. Can you explain that a little bit for all of us? What do you mean with this? It's almost like respect, when you respect the other players. Yes, definitely. Would you say Neymar is a good defender? No. But he also defends, because he's part of the group. This is when we speak about sportsmanship and fair play. Die Schülerinnen lernen, dass es mehr braucht als nur Talent, um erfolgreich Fußball zu spielen. Bei Young Bafana werden Werte und Verhaltensmuster für ein faires Miteinander auf und neben dem Platz vermittelt. Der Co-Leiter von Young Bafana, Lennart Wohner, ist seit mehreren Jahren mit dabei. Wir versuchen natürlich hier, wie auch sonst im Sport, halt gewisse Werte zu vermitteln. Werte, die wir in unserer Gesellschaft als sehr wichtig ansehen. Werte, die wir weitergeben können an unsere Spieler und Spielerinnen, die sie halt dann eben auch in ihrer Umgebung, in ihrem Zuhause verkörpern. Das heißt, wir wollen das Ganze auf die Spieler und Spielerinnen übertragen und die sollen das Ganze halt eben auch weiterführen als Vorbilder. Young Bafana spielt heute bereits mit vielen Jugendmannschaften gegen die besten Clubs aus der Region Kapstadt. Der gemeinnützige Verein wurde auch deshalb gegründet, weil die Fußballverbände im Land noch keine ausreichend tragfähigen Konzepte zur Talentförderung haben. Young Bafana verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz zwischen Fußball, Schulbildung und Softskill-Training. Die Gelder dafür kommen aus Sponsoring und Spenden zusammen. Bald sollen auch Mädchenteams aufgebaut werden. Im Girls Camp bekommen die Mädchen von Julia Simic ein buntes Trainingsprogramm für Körper und Geist. Dribbling, Technik, Kommunikation, Koordination. Jede Übung für die Mädchen eine Art Gehirntraining. Für einen Lerneffekt und Heiterkeit auf dem Platz. The coaches are nice and the girls are very nice. They help us build confidence. How to control the ball, how to shoot. How to dribble. Like control and teamwork and like a lot of things that will help you be a good football player. This is very, very important to me to play with other guys in here. I appreciate it so much. Wichtig auch, die Mädchen erfahren, wie Coach und Spielerinnen sich gegenseitig besser machen. Weil es in Südafrika noch viel zu wenig Trainerinnen gibt, lernen die Mädchen die Grundkenntnisse der Trainerarbeit und setzen sie in Gruppenübungen um. Eine Übung leitet die 14 Jahre alte Asile. Ihre Aufgabe? Alle Mädchen müssen die Übungen gemäß der Vorgaben umsetzen. I teach them what I was taught. How to communicate, how to play, how to do things and how to respect each other. Neben dem Girls Camp hat sich Julia Simic angeschaut, wie kontrastreich Südafrika ist, welche Probleme es gibt, aber auch welche Chancen, um die unterschiedlichen Kulturen zusammenzubringen. Und das dank des Fußballs.